Freunde, ich ärgere mich gerade ein bisschen. Willkommen zurück bei Zelda Breath of the Wild. Ich habe vorhin auf Aufnahme starten gedrückt und mein Aufnahmeprogramm, ich weiß nicht, was schon wieder passiert ist, hat direkt wieder beendet. Leider ist es mir jetzt erst hier aufgefallen. Ich bin jetzt am Schrein in dieser Schlucht am Stall in dieser Schlucht angekommen. Wir sind jetzt quasi hier diesen ganzen Weg gelaufen, bereits. Hier waren wir zuletzt beim Jin-Yo-Schrein, den ich ja beim letzten Mal noch fertig gemacht habe. Und mir ist leider erst jetzt aufgefallen, dass die Aufnahme nicht lief. Es ist nicht viel passiert in der Zeit. Ich bin eigentlich nur gelaufen. Ich habe diesen Schrein hier schon gemacht. Ich kann euch den gleich noch mal kurz zeigen. Ich gehe noch mal rein und dann seht ihr, was da los war. Elektrizität hieß da die Aufgabe. Und ich habe unterwegs einen Reisenden getroffen, der mir diese Aufgabe gegeben hat, Tsuchi. In Gerudo hast du den Reisenden Tsuchi kennengelernt, der sein Pferd verloren hat. Wenn du ihm ein Pferd bringst, will er es dir für 300 Rubine abkaufen. Die Größe des Pferdes muss zu Tsuchis Körperbau passen. Er möchte ein normal großes Pferd, hat er gesagt. Und dann habe ich eben noch hier am Stall mit jemandem geredet, mit Goman nämlich. Goman und seine Freunde wurden an der Straße im Umetake-Hochland von Monstern angegriffen. Goman rannte um sein Leben, doch seitdem sind seine Freunde wie vom Erdboden verschluckt. Insgesamt sind 4 Freunde verschwunden. Finde sie schnell, damit sich Goman keine Sorgen mehr machen muss. Ja, das war, was ich gemacht habe. Und dann habe ich hier eben gerade noch mit diesem Orni geredet. Der hat uns die Geschichte des Helden nochmal erzählt, die uns die Impa auch schon mal erzählt hat. Also nichts Spektakuläres im Grunde. Es tut mir wahnsinnig leid. Ich habe es echt nicht gesehen. Normalerweise gucke ich immer, ob die Aufnahme läuft. Diesmal habe ich nicht aufgepasst. Es ärgert mich. Wie gesagt, wir sind eigentlich die meiste Zeit nur gelaufen. Ich habe irgendwelchen Quatsch erzählt. Da unten läuft auch jemand. Und dann habe ich hier oben diesen Schrein noch gemacht. Wie gesagt, ich gehe gerne nochmal rein. Dann könnt ihr euch das nochmal angucken. Und sag euch, was wir da machen mussten. Ach Mann, das ärgert mich, wenn das manchmal nicht... Ich weiß nicht, ich drücke da drauf und dann manchmal beendet es die Aufnahme direkt wieder. Und weil mir das eben schon öfter passiert ist, passe ich da eigentlich immer auf. Nur heute halt einfach nicht. So, Kenoi-Schrein heißt er, wie gesagt. Und die Aufgabe war Elektrizität. Da mussten wir mit dem Magnetmodul arbeiten. Und so elektrische Kugeln verschieben. Ach, man kann das nochmal machen, ne? Dann machen wir das nochmal fix. Also hier war die erste Kugel. Die gehört hier drauf. So. Dann wird da die Tür aufgehen. Okay. So. Lass los, Link. Ach. So. Dann wird da die Tür aufgehen, wie gesagt. Dann bin ich hier oben nach rechts gelaufen und habe da unten einen Wächter besiegt, einen kleinen. Der stand hier. Dann bin ich... kein Bogen mehr ausgerüstet. Moment. Der ist mir dann wohl beim letzten Mal kaputt gegangen. So. Habe ich hier die Kugel runtergeschossen. Und die kommt nämlich darüber. So. Ja, den Wächter habe ich mit einem Schlag kaputt gemacht. So. Dann fällt da der Stein runter. Wir sind dann hier drüben rübergegangen. In dieser Kiste da hinten, da war ein Schlüssel drin. Den Schlüssel haben wir für diese Tür hier gebraucht. Die hier vorne ist. Gewesen ist. Hier war eine Tür mit einem Schlüsselloch. Da habe ich dann die Tür aufgemacht. So. Und dann bin ich in diesen Raum gegangen. Ah ja, und hier hat sich alles wieder verschoben. Wunderbar. Da musste ich dann hier diese Kisten so ein bisschen verschieben, dass quasi die Elektrizität von da nach dort geleitet wird. Dann war hier oben auf diesem Podest, man sieht sie gerade noch so ein bisschen, eine Kiste, die war magnetisch, die habe ich runtergeholt. Da war ein Gerudo Messer drin und der... Ach ja, und hier unten stand auch noch ein Wächter. Den habe ich mit meinem Wächterschild besiegt. Also mit dem hier habe ich die Strahlen zurückgeschlagen. Ich war ganz stolz auf mich und es ist alles nicht auf Video. Also das hier haben wir bekommen und dann habe ich das noch von dem Wächter bekommen.
So, und mehr war es eigentlich gar nicht. Und dann habe ich mir hier dieses Zeichen der Bewährung geholt. Ja, genau, so. Und das war es eigentlich. Mehr habe ich hier nicht gemacht. Aber dann habt ihr wenigstens gesehen, was es hier mit dem Schrein auf sich hatte. Ich werde dann mal wieder rausgehen. Ich glaube, ich hätte auch einfach porten können, aber ist egal. Jetzt laufen wir einfach. Naja, gut. Und mehr ist eigentlich nicht passiert. Ich habe, wie gesagt, sonst nichts weiter gemacht. Nur mit den beiden Leuten da geredet und den Stall gefunden. Und sonst war es nichts. Gut. Na, wenigstens sind wir jetzt halt schon am Stall angekommen. Und ich habe nämlich unterwegs erzählt, dass ich eventuell vorhabe, dem Suki, keine Ahnung, wie er heißt, unser Pferd zu geben, denn ich glaube, das hat ja eventuell Normalgröße. Ach, guck mal, eine Gerudo. Hallo. Kalisa. Sav-Saba, sagt die. Selbst ein Gerudo wie ich hätte mit dem Durchqueren dieser Wüste ihre Not. Eine Gerudo. Wenn es hier nur Sandrobben gäbe, wir würden förmlich über den Sand fliegen. Ah ja, interessant. Das erzählt die Kalisa. Wie gesagt, mit dem hier habe ich geredet. Der singt uns das Lied des Helden vor. Es dauert allerdings ziemlich lang und ist die gleiche Geschichte, wie Impa uns schon mal erzählt hat. Deswegen werde ich das jetzt nicht nochmal machen. Außerdem glaube ich, dass das was mit einem DLC zu tun hat. Deswegen, auch deswegen werde ich das nicht nochmal machen. So, und ich wollte jetzt mal gucken, welche Größe unser Pferdchen hat. Oh, ein Hammer. Ach ja, den habe ich unterwegs auch noch getroffen. Hier, der verkauft Käfer am Mopin. So, und dann ist hier noch jemand. Das reicht niemals. Piru. Junge, du hast nicht zufällig ein paar Spurtlinge? Warum? Wie du siehst, bin ich müde. Müde, mich in normalem Tempo fortzubewegen. Als ich 5 Jahre alt war, habe ich zum ersten Mal einen Spurtling gefunden. Und seitdem esse ich sie jeden Tag. Warum hast du denn dann keine dabei, wenn du die jeden Tag isst? So habe ich bisher jedes Wettrennen gewonnen. Doch jetzt, 55 Jahre später. Ich mag Spurtlinge immer noch sehr gern, aber... Ich bin einfach zu alt, um die Klippen hinaufzuklettern und die Spurtlinge da zu sammeln, wo sie wachsen. Daher muss ich leichtfüßige Jungspunde bitten, für mich Spurtlinge sammeln zu gehen. Wie wär's? Für 55 Spurtlinge gebe ich dir einen Diamanten. So leicht kommst du selten an Diamanten. 55? Ich glaub, es geht los. Alles klar. Wenn wir ins Geschäft kommen können, sprich mich einfach an. Ich gehe nicht weg. Okay, Spurtlinge sind, glaube ich, die da, ne? Wollen wir mal gucken, ob wir da rankommen. Und ich muss gleich mal schauen, ich habe ja schon ein paar davon. Der Knoten denn hier? Ist das ja runter unten? Ja, ich habe ja schon ein paar davon. Aber so viele jetzt, glaube ich, auch nicht. Sind das denn Spurtlinge? Lass mich mal sehen. Ja. Okay. Dann wollen wir mal gucken, ob wir die 55 hier vielleicht zusammenbekommen. Ah, Link! Nicht! Oh Gott. Link, jetzt müssen wir den ganzen Weg nochmal hochklettern. Trottel. Nee, ruh dich erstmal aus. Da ist er. Hinten sehe ich auch noch ganz viele. Aber ob es denn hier 55 davon gibt, ich weiß ja nicht. Ich gucke gleich mal, wie viele ich schon habe. Einige hatte ich ja schon. Ich habe auch schon mal ein paar davon gegessen, einfach so. So, den Stein da, den dürfen wir übrigens, glaube ich, nicht aufheben. Da müsste ein Krog drunter sein. Okay, lass mich mal kurz ins Ding. Ach, 11 Stück, ja super. Ich glaube, es wird noch ein bisschen dauern, bis wir die Quest erledigt haben. Also ich sammle jetzt mal, was hier so ist, aber... Ja. So, hängt denn da noch mehr dran? Nee. Den Hammer da unten, den würde ich ja gern mitnehmen. Da ist noch einer. Schauen wir mal. Link, nicht immer alles ankrabbeln. Wartet mal. Möchte mich mal kurz umziehen. Und zwar will ich das ausrüsten und das ausrüsten.
Und dann vielleicht einfach das da. So. Dann klettert er nämlich auch ein bisschen schneller. Und verliert, glaube ich, auch nicht so schnell Ausdauer. So, da haben wir noch einen. Oder vielleicht verliert er sogar schneller Ausdauer. Ich habe keine Ahnung. Zu dem Kletterset gibt es bestimmt auch noch ein drittes Teil, denke ich mir. Ach, guck mal, da sind noch ganz viele. Ich wüsste ja, also auf dem Plateau oben waren ja auch noch welche, ne? Aber ob die nachwachsen auch bei Blutmond? Ich weiß gar nicht, wie das ist mit so Pilzen und Zeug. So. Ja, da kommen wir jetzt höchstens auf 15 oder so. Ich weiß gar nicht, wie viel wir jetzt aufgesammelt haben. Den nehmen wir noch mit. Ja, wie gesagt, das wird wohl noch ein bisschen dauern, bis wir da 55 zusammen haben. Aber wir wissen ja, dass die Quest hier ist. Und wenn wir die dann irgendwann haben, dann können wir ja hier nochmal zurückgehen. Wir können uns ja jetzt jederzeit hierhin teleportieren. Ja, das hatte ich auch gesagt. Ich hatte so ein paar Sachen gesagt, die mir gesagt wurden. Eben das Pferd möchte ich gern weggeben, weil wir die Möglichkeit haben, an Epona ranzukommen über meine Amiibo-Karten. Und da würde ich dann halt eher Epona benutzen. Und unser Pferd weggeben, falls es denn ein normal großes Pferd ist. Das hatte ich gesagt. Dann, dass es wohl tatsächlich bei jedem Stall einen Schrein gibt. Nur bei den Orni nicht, wurde mir auch gesagt. Und ja, ansonsten, dass ich natürlich versuchen werde, alle eure Tipps und Tricks oder ja, die ihr mir so sagt, immer umzusetzen, dass ich aber nicht manchmal das einfach auch nicht hinkriege oder mich blöd anstelle und manche Sachen auch vergesse und sowas. Das kann halt passieren. Wenn das so ist, dann tut's mir leid. Seht's mir nach. Manchmal kann ich einfach auch nicht an alles denken, beziehungsweise vergesse dann, vergesse dann nicht Dinge, sondern ja, stell mich einfach auch ein bisschen doof an. So, da ist nochmal Terry. Hallo. Ihr Besuch ehrt. Oh, ich sehe, Sie haben einen Schwertkäfer. Ich liebe Schwertkäfer. Wären Sie gewillt, sich von ihm zu trennen? Natürlich gebe ich Ihnen auch etwas. Wie wäre es mit Kraftmedizin? Okay. Kraftmedizin. Der Stärkeeffekt Level 1 stimuliert deine Muskeln und erhöht so deine Angriffskraft mit Waffen aller Art. Für 5 Minuten. Schön, danke. Oh, vielen Dank. Sie sind genauso toll, wie ich dachte. Ich werde diesen Käfer wie meinen größten Schatz hüten und ihm ein guter Freund sein. Also, was hätten Sie denn gern? Oder möchten Sie etwas verkaufen? Was hast du denn? Der hat überall was anderes, glaube ich. Ja, hier hat jetzt Maxi-Echsen, Blutlibellen und Frostflügler und Pfeile. Ja, aber wir wollen nichts, Terry, danke. Nö. So. Ja, und der, ach ja, der mit dem Esel, den habe ich auch getroffen. Der hatte Käfer, glaube ich. Nee, Libellen hatte der. Genau. Ich glaube, der hatte Libellen. Okay. So. Oh, seht mal, wer hier wieder ist. Kangis. Mit dem reden wir natürlich mal. Ein über die Jahrhunderte vom Wind in den Stein gefressener Canyon. Was für eine grandiose Landschaft. Hallo. Hallo, so sieht man sich wieder. Bist du auch auf der Reise? Ich weiß gar nicht, ob das deine Stimme war. Ich mache immer wieder andere Stimmen. Es tut mir leid. Ich war schon in allen Ecken von Hyrule, also kann ich dir vielleicht ein paar interessante Orte empfehlen. Wenn du mir ein Bild zeigen willst, dann nur zu. Okay, dann machen wir das mal. Hat uns ja bis jetzt immer ganz gut geholfen. Das finden wir doch bestimmt auch selber. Dieses Bild, ist das nicht der Wüstenbazar? Er befindet sich in einer Oase vor Gerudo-Stadt. Wenn du von hier nach Südwesten gehst, findest du ihn leicht. Ja, wollte gerade sagen, also das, da erinnere ich mich dran, das ist nicht so schwer zu finden. Dort erfährt man Neuigkeiten aus aller Herren Länder. Er ist wirklich eine Reise wert. Dankeschön, Kangis, trotzdem für deine Hilfe.
Okay, Freunde, dann rede ich mal hier und guck mal, ob mein Pferd da ist. Pferd abholen. Welches Pferd? Wo sehe ich denn, wie groß das ist? Stärke, Tempo, Ausdauer, Temperament, Zuneigung. Keine Ahnung, ob das normal groß ist. Wir nehmen es mal mit. Und ich werde mal zu dem Mann zurückgehen und wir gucken einfach mal. Beziehungsweise, ich werde mal ganz kurz schauen in meinem schlauen Booklet hier, wo die Karte von Epona ist. Und dann registrieren wir uns die mal eben. Augenblick. Ich muss einen reitenden Link finden. Ach, das sind einfach 24 Karten. Das kann ein Momentchen dauern. So, schauen wir mal. Das ist sie nicht. Na. Da haben wir Link auf Epona. Ich denke zumindest, dass es Link auf Epona ist. Dann werden wir da gleich mal gucken, ob wir da Epona rausbekommen. So. Ja. So, pass mal auf. Mach mal Amiibo, lieber Link. So. Nee, komm jetzt nicht Epona raus. War das wohl die falsche Karte? Aber ist egal. Pilze können wir auch immer gut gebrauchen. Und Pfeile. Dann haben wir hier noch zwei Kisten. Oder ist sie hier irgendwo? Nee. Reisesattel. Oh. Dieser Standardsattel eignet sich, um lange Strecken zu reiten. Er ist sehr widerstandsfähig und wird wegen seiner hohen Lebensdauer von Reisenden bevorzugt. Ach, wie cool. Was haben wir hier noch? Reisezaumzeug. Das Standardzaumzeug für längere Reisen ist kein besonderer Hingucker, dafür aber für jedes Pferd geeignet und deshalb bei Händlern und Reisenden zugleich beliebt. Okay, so wartet mal. Die Karte war es also nicht. Ich weiß aber, dass man Epona bekommen kann. Ich weiß nur nicht. Gibt es hier noch eine extra Epona-Karte? Moment. Oder habe ich die vielleicht nicht? Es blättert sich echt blöd in diesem Ding, ne? Jetzt sind hier die ganzen Zelda-Karten. Da haben wir Urbosa und diese ganzen Sachen. Und die Gegner. Ich weiß es nicht. Wir werden aber mal noch die Wächterkarte noch mal einscannen. So. Oh. Und gucken, ob wir da eventuell... Ob wir da eventuell jetzt die Wächter, die Reaktorkerne rausbekommen. Ich gucke gerade noch mal, ob ich eventuell noch eine andere Linkkarte finde, wo ein Pferd mit drauf ist. Oder eine einzelne Epona-Karte. Momentan sieht es erstmal nicht danach aus. Hinter mir hört man die ganze Zeit Kangis. Malen. Nee, ich finde gerade keine andere. Ich muss mir das nochmal genau angucken. Die Karten sehen halt nicht so aus, wie die Amiibos aussehen. Deswegen ist das ein bisschen schwierig, manchmal da rauszufinden, was da was ist. Na, ich brauche mal das Magnetmodul. So. Machen das wieder auf die Standardart und Weise. So. In der Kiste könnten jetzt Reaktorkerne drin sein, soweit ich weiß. Ist aber eine Wächterlanze. Dafür ist keine Platz. Wir nehmen die aber mit. Ich will die gern haben. Wir haben aber schon eine, ne? Und die ist auch noch ganz neu. Ja, dann lassen wir sie liegen. Ist egal. Also ja, ich habe auch gesagt bekommen, dass ich einfach abspeichern hätte können vorher und dann nochmal neu den Amiibo einloggen. Aber ja, das will ich jetzt während des Let's Plays auch nicht machen. Deswegen soll mir das jetzt mal so recht sein, wie es gekommen ist. Wir werden unsere Wächter-Reaktorkerne schon noch kriegen.
so eilig ist das jetzt nicht. Das ist halt für das Stasis-Modul zum Aufwerten. Ja, was ich ja mal machen könnte, aber wie gesagt, so eilig ist das jetzt auch nicht. So. Okay, da ist noch eine Kiste. So. Na komm. Die war doch nun wirklich hoch genug. So. Naja, gut, haben wir ein paar Zahnräder und sowas bekommen, auch in Ordnung. Ja, ich werde mich mal bis zum nächsten Mal schlau machen, wie das mit dem Pferd ist. Hier drin haben wir noch nicht mit allen geredet, glaube ich. Ist hier noch jemand? Nein, aber ein Rezept ist hier wieder. Frostpilze oder wie die heißen? Reis, Butter und Salz. Hätten wir das denn alles? Nee, Butter haben wir, glaube ich, keine, gell? Wartet mal. Also wir hätten Reis und wir hätten auch diesen blauen Pilz. Salz haben wir, glaube ich, auch. Da unten, ja, aber uns fehlt halt Butter. Naja, gut. Aber wir wissen, also ich merke mir das wahrscheinlich eh nicht. Wir wissen aber, dass hier ein Rezept ist. Das ist schon mal gut. Okay. Dann würde ich jetzt trotzdem mal das Pferd zu dem Mann bringen und gucken, ob er das denn möchte. Und wenn ja, ist gut. Dann gucke ich mal, dass ich das, das andere, also dass ich die Epona bekomme. Ansonsten fangen wir uns einfach ein neues Pferd. Ist doch auch nicht so schlimm. So toll war Rosinante jetzt auch nicht. Also ja, sie ist schon... Aber es gibt halt auch noch bessere Pferde, ne? Tatsächlich. So. Oh, Entschuldigung. Meine Liebe. So, und mit dem Lied wurde ich jetzt auch aufgeklärt. Auch wenn ich es immer noch nicht raushöre, ist das wohl am Tag... Zeldas Lullaby, was da gespielt wird, sehr schnell und wild und mit Piano vermischt, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ja. Ich versuche es immer rauszuhören, aber irgendwie will mir das nicht so recht gelingen. Da sehe ich noch einen Spurtling, den ich mir gerne holen möchte. Sonst kommen wir ja nie an die 55 Stück. So, danke. So. Und irgendwo hier vorne musste ich einen Weg freimachen. Da waren Steine im Weg. Das machen wir aber auch noch gleich. Oh, Alter. Ich könnte hier doch nicht einfach mit Steinen nach meinem Pferd werfen. Entschuldigt mal. So. Wenn ich jetzt hier eine Bombe hinlege, kann ich dann eventuell die Steine da wegsprengen? Mal gucken. Das da ist magnetisch, der eine Stein. Vielleicht kann ich ja, wenn ich den nehme. So. Haben wir uns hier mal so ein bisschen Platz. Ja, wunderbar. Jetzt hier mit dem, oh, jetzt hier mit dem Pferd vorbeikommen. So. Sehr schön. Komme ich da durch? Ja, doch. Sollte ich. So, dann komm mal mit, meine Liebe. Irgendwo hier hinten stand der gute Mann. Und wollte ein Pferd. Weil seins ist ihm irgendwie weggelaufen wohl. Und da hat er mich gefragt, ob ich ihm ein neues bringen kann. Ah, hier oben gibt es bestimmt auch lauter interessante Sachen. Da werde ich aber jetzt noch nicht hingehen, weil ich ein bisschen Angst, dass da einfach nur Crocs zu finden sind. Das, ja, machen wir dann auf jeden Fall. Aber während der Crocsammelei werde ich da mal schauen, was es so gibt. So. Okay. Werde ich mir nachher den Kommentar nochmal... Ah, da ist er ja schon. Halt, stopp. Den Kommentar nochmal durchlesen, wo es um die Pferde ging. Und dann gucken wir mal.
Wo gibt's gute Pferde, sagt der Narr. So. Oh, dieses Pferd. Es ist genau wie mein Partner. Pferd, sieht toll aus. Würdest du mir dieses Pferd überlassen? Es soll dein Schaden nicht sein. Ich gebe dir 300 Rubine dafür. Hm, verkauft. Meinst du das ernst? Sollen wir den Handel dann festmachen? Ja, das Pferd gehört dir. Vielen Dank. Und hier sind, wie abgemacht, 300 Rubine für das Pferd. Sehr schön. Seine goldene Pracht löst eine unkontrollierbare Ausschüttung von Glückshormonen in dir aus. Schön. Dieses Pferd, das ich von dir gekauft habe, das wird mein neuer Partner. Also dann, mein Partner und ich machen uns auf. Eine gute Reise wünsche ich. Ja, tschüssi. Und viel Spaß mit dem Pferdchen. Tschüss, Rosinante. Viel Spaß. Gut. Wir fangen uns einfach ein neues, beziehungsweise ich hoffe, ich krieg's irgendwie mit Epona noch hin. Ich mache mich auf den Weg zurück zum Stall. Ist ja noch ein längerer Weg. Kann ich dann jetzt eigentlich noch mit dem reden? Hat er noch irgendwas zu erzählen? Würde mich freuen, wenn wir uns mal wieder begegnen. Okay, sonst aber nichts Interessantes. Dann gehen wir mal. Bestimmt gibt's da oben auch den ein oder anderen Schrein noch. Naja, wir finden das schon alles. Was zur Hölle? Hört sich an wie ein Schwein, oder? Ach, wer weiß, was das ist. Als er so komisch gelacht hat, habe ich schon gedacht, es ist wieder einer von der Giga-Bande. Das finde ich die... Was ist denn hier los? Hört ihr das? Boah, wartet mal. Sind hier oben vielleicht die Leute, die wir finden müssen? Die Kumpels da von Goman oder wie er heißt? Geh doch mal hier hoch. Au, au. So. Kommst du wieder hoch? Ich will deine Sachen haben. Och, ganz nach unten. Ernsthaft. Es hörte sich auf jeden Fall gerade so an. Mit was kämpfe ich da eigentlich? Ach so, mit diesem Gerudo-Messer. Als ob hier jemand weint oder sich fürchtet. Ich will mal gucken, ob das eventuell einer von den Freunden von dem Typ da ist. Mach's gut. Kommst du wieder hoch? Tatsache. Ich laufe einfach weiter. Irgendwann wird er mich gefunden haben, aber ich bin doch schneller als der, oder? Oder auch nicht. Ist der flink. Na komm her. Ich bin hier. Hallo. So. Da laufe ich jetzt aber nicht hinterher. Na gut, wir gucken mal. Es hörte sich sehr nach... Gejammer an von jemandem. Hört ihr das? Oh Gott, hier ist ja was los. Ach, guck mal, da hinten. Ich den wohl erwisch. Tu ich. Upsi. So. Okay. Tschüssi. So, die anderen lasse ich mal gerade. Ich quatsch erstmal mit der Tante da. Hallo, wer bist du? Natane, das ist auf jeden Fall jemand von den Freunden. Warte mal, bin ich etwa in Sicherheit? Hör zu. Dein Kumpel, der hat gesagt, du wirst vermisst. Und er befindet sich am Stall. Goman, als die Monster aufgetaucht sind, ist er so schnell gerannt, wie er konnte und hat uns zurückgelassen. Habe ich mir schon fast gedacht.
Wie kann er einfach so ein Mädchen im Stich lassen? Das werde ich ihm niemals verzeihen. Beim Stall der Schlucht ist er? Na, dem werde ich was erzählen. Ich glaube, da kann jemand sein blaues Wunder erleben, Freunde. Was denn? Wo denn jetzt schon wieder? Keine Ahnung. Auf jeden Fall muss ich aber mal die Folge hier beenden, Freunde. Die Zeit ist um. Ich gucke gleich mal nach den anderen noch. Ich höre hier auf jeden Fall noch mehr Leute. Und die finden wir schon alle. Und ich werde bis zur nächsten Folge gucken, wie das mit dem Pferd war. Und hoffentlich den richtigen Amiibo finden. Genau, so machen wir das. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da oder ein Abo. Gerne auch den ein oder anderen Kommentar. Und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei bei Zelda Breath of the Wild. Ich würde mich sehr freuen. Bis dahin und tschüss.